Hallihallo, herzlich willkommen in Mayfield Springs. Ich möchte unbedingt endlich ein Sims 3 Let's Play starten. Ich weiß, ich habe ein paar Let's Plays jetzt auch abgebrochen. Zum einen das Sims 2 Let's Play und Sims 4 Reise nach Batuu. Aber das ist bei mir manchmal so, dass ich was anfange und dann den Spaß dran verliere. Und dann, ja, wieso soll ich es dann weiterspielen? Aber Sims 3 habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange wieder Lust drauf und habe schon überlegt, was ich dann starten möchte, wie ich spielen möchte. Und ja, früher habe ich das so viel gezockt, dieses Spiel. Also das war und ist auch eigentlich auch noch mein absolutes Lieblingsspiel. Sims 4 hat natürlich jetzt einige Sachen, die mir besser gefallen. In Sims 3 gibt es natürlich auch Sachen, die mir besser gefallen als in Sims 4. Wie zum Beispiel Pferde, die offene Welt. Und das sind jetzt auch die Hauptsachen, mit denen ich hier erstmal spielen möchte sozusagen. Ich hoffe, dass die Toneinstellungen so stimmen und alles. Ja, das wird dann die erste Folge zeigen. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht, hat es eigentlich gepasst. Wir spielen ein freies Let's Play. Ich möchte ja einfach die Sims sich entwickeln lassen, sich die Charaktere entwickeln lassen, ihr Leben führen lassen. Und natürlich setze ich mir dabei auch ein paar Ziele. Wir haben hier die Alicia Fröhlich. Ich habe schon überlegt, ob ich sie doch nicht umbenennen soll, weil alle hier in der Welt, glaube ich, englische Namen haben. Aber vielleicht ist sie ja einfach nach Amerika gezogen von Deutschland. Und wir passen uns dann hier an. Das heißt, wenn wir Kinder kriegen, können wir die ja auch anders benennen. Also so, dass sie auch in die Welt hier passen. Ja, sie hat jetzt ja ein kleines Häuschen, was ich gebaut habe. Sie ist auf ein leeres Grundstück gezogen in Mayfield Springs. Das ist eine Custom-Content-Stadt oder Welt. Und das Coole ist, sie ist halt auch schon bevölkert. Wie ihr seht, ist sie eine Einzelgängerin, schüchtern, gut, ehrgeizig und Pferdefreund. Sie ist halt eher so eine, die sich nicht gerne unter Menschen aufhält, sondern lieber mit Tieren, ja, ihre Zeit verbringt. Und ich zeige euch mal hier ganz kurz ihr Haus. Also das habe ich jetzt von dem Startgeld gebaut. Hier soll noch ein größeres Bad hin. Sie hat jetzt erstmal nur so ein ganz kleines Bad mit Toilette und Dusche. Da hat noch nicht mal ein Waschbecken reingepasst. Aber sie hat schon eine große Couch und ein Bett. Also ihre Grundbedürfnisse kann sie hier auf jeden Fall erfüllen. Genau, und das Ziel ist jetzt mit ihr erstmal, ihr Lebenswunsch, wo steht denn der? Ach hier, ihren Lebenswunsch zu erfüllen. Das möchte ich mit allen Sims machen, die jetzt hier noch irgendwie ja, auftauchen werden in dem Let's Play. Darum wird es gehen, dass man, also dass wir deren Lebenswünsche erfüllen. Und so gut es geht halt auch, ja, deren Wünsche. Genau. Sie kennt noch keinen, sie ist hier ganz neu in der Stadt. Sie hat auch noch keinen Beruf, keine Fähigkeiten. Sie ist ein ganz neuer Sim. Und ja, mehr gibt es auch fürs Erste nicht zu erzählen. Ich lasse es mal laufen und guck mal, was sie machen möchte. Ich habe ihr schon mal ein Fahrrad gekauft, dass sie hier nicht immer Taxi fahren muss, weil das ist auch eine Sache, die ich ziemlich cool finde in Sims 3, dass die eben in der offenen Welt einfach rumfahren können. Ich muss im Fenstermodus spielen, deswegen sieht die Schrift hier so komisch aus. Also ich glaube, ihr seht das, ups, auch so komisch wie ich. Oh, sie freut sich schon mal über ihre Fenster. Das ist ja super. Ja, weil wenn ich im Vollbildmodus spiele, dann ist das die Aufnahme, nicht das Spiel. Die Aufnahme ist dann extrem dunkel und nicht zu gebrauchen. Also muss ich mal gucken, ob ich das Problem noch irgendwie lösen kann. Weil mich der Fenstermodus irgendwie total stört. So, sie freut sich hier erstmal über ihre ganzen Sachen und sie genießt die Einsamkeit und guckt erstmal auf ihr Handy. Ich möchte mit ihr auf jeden Fall verschiedene, also Reitkurse absolvieren. Ich denke, als erstes wird sie mal in die Bibliothek gehen und ja, ein Reitbuch sich zur Hand nehmen. Hier ist die Bibliothek. Mal gucken, ob sie da jetzt mit ihrem Fahrrad hinfährt. Mit wem sprichst denn du? Genau. Wow, irgendwie sieht sie voll muskulös aus. Krass. Ich glaube, mein Bild ist etwas verzerrt. Das kann sein. Naja, auf jeden Fall soll sie eben reiten lernen. Und Ziel ist es jetzt mit ihr erstmal natürlich langfristig gesehen, das Einhorn zu adoptieren. Das habe ich nämlich noch nie gemacht und noch nie geschafft. Wir können vielleicht auch Wildpferde adoptieren.
Aber als erstes dachte ich mir, soll sie eben die Reitfähigkeit erlernen und dann auch Reitunterricht nehmen. Und wenn es dann soweit ist, könnte sie sich vielleicht ein Pferd kaufen oder eben ein Pferd adoptieren. Genau. Also Ziel ist es auf jeden Fall, mit Pferden zu spielen, weil das einfach sehr, sehr cool ist in Sims 3. Wir haben ja auch U-Bahn-Stationen und ich hoffe, dass das alles nicht so hakt und leckt. Das muss ich jetzt einfach erstmal schauen, wie das so läuft. Aber ich habe mir auch neue Sachen für meinen PC bestellt und da hoffe ich einfach, dass auch alles flüssiger läuft noch. So, wir gucken jetzt mal, ob wir hier Fähigkeitenbücher haben. Das ist cool, man kann ja so Mütterbücher lesen. Wir haben jetzt hier noch übernatürliche Sims. Ich habe aber eigentlich eingestellt, dass es keine, ja, dass keine neu generiert werden. Also haben wir jetzt halt die, die in der Welt sind und die neuen sind dann hoffentlich, oder es entstehen dann hoffentlich keine neuen. Also wir haben jetzt hier überhaupt nicht die Bücher, die ich haben wollte. Gut, also wir haben ja kein Reitbuch. Was machen wir jetzt damit? Ich weiß auch nicht so genau, können wir schon Reitunterricht einfach nehmen? Wir haben nämlich, ich bin extra in die Nähe vom Reiterhof gezogen. Hier wohnen wir und der Reiterhof ist hier. Das Reitzentrum. Ja, dann nehmen wir einfach am Reitenunterricht teil. Machen wir das so. Dann ja, lesen wir halt keine Bücher, machen wir gleich praktische Erfahrungen. So, sie hat Lust zu lesen, ist in die Bücherei gegangen und sie ist eine Einzelgängerin. Ja, je einsamer und isolierter sie ist, desto besser wird ihre Laune. Oh, hier gibt es auch gleich einen Essenswagen. Das passt ja. Wenn man reiten war, hat man natürlich erstmal Hunger. Vielleicht können wir das auch so machen, wenn unser Grundstück zu klein ist, dass wir unsere Pferde auf einem anderen Grundstück halten. Ich meine, das ist ja in Wirklichkeit auch so, dass man sein Pferd irgendwo in einem Stall hat und dann dorthin fährt. Immer. Wow, also wenn sie hier immer durch die Stadt radelt, die Stadt ist ziemlich groß, dann muss sie ganz schön sportlich sein. So, Reiterhelm auf und ab zum Unterricht. 500 Simoleons. Wucher. Oh, sie scheint aber wirklich Spaß zu haben. Wuhu. So, in der Zeit können wir uns mal ihre Wünsche angucken. Sie möchte gerne schreiben lernen. Schön, das Portal ist direkt auf unserem Grundstück gespawnt. Kann ich das irgendwie löschen? Ich kann das einstecken. Auch gut, ja, dann steck das mal in dein Inventar, weil sonst steht das hier die ganze Zeit rum. Oder wir verkaufen das einfach, dann haben wir ein bisschen Geld. So, sie möchte schreiben lernen und nicht in die Zukunft reisen. Und sie wird auch nicht studieren und auch nicht die Innenarchitektenkarriere einschlagen. Sie wird unser Pferdemädchen. Ich habe die Alterung ein bisschen raufgestellt, dass die Sims nicht ganz so schnell altern. Sie setzt 30 Tage eine junge Erwachsene. Und ich dachte, dass ich es uns halt nicht so leicht mache. Deswegen ist sie Einzelgängerin und schüchtern. Weil sonst ist es ja, naja, langweilig kann man nicht sagen. Aber ich wollte mal einen Sim, der nicht immer so perfekt ist, sondern der halt auch ein paar Merkmale hat, die nicht so günstig sind, um Kontakte zu knüpfen und so. Außerdem fand ich, passt das ganz gut dazu, dass sie eben ja lieber mit Tieren zusammen ist und weniger mit Menschen. Ja, welchen Job sie annehmen könnte, da habe ich jetzt noch keine, mir noch keine Gedanken gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall einen, damit wir unser Ziel erreichen können. Oder wir verdienen dann unser Geld mit Pferdezüchten und Reiten. Man kann ja dann an Reitturnieren teilnehmen. Also, ich weiß nicht, ob das sich lohnt. Müssen wir ausprobieren, aber das wäre auch eine Idee. Yay! Sie hat lauter Erinnerungen erhalten und hat beschlossen, alle... Gott, das ist so verzerrt. Sie hat beschlossen, die Welt vom Rücken eines Pferdes aus zu betrachten. Also hat sie reiten gelernt. Das ist super. Hast du jetzt schon einen Fähigkeitenpunkt? Ja, sie hat einen Reitenfähigkeitenpunkt. Das ist doch super. Für die erste Folge finde ich das schon ganz toll. Pferd kaufen. Na, leider haben wir noch nicht genug Geld, um das Pferd auch zu, ja, versorgen.
Wir könnten mal gucken, ob wir hier irgendwo in der Stadt uns noch was angucken wollen. Hier ist das Trainingsgelände, genau. Könnte man hier nicht sein Pferd einfach halten? Können wir mal hier hingehen und uns einfach mal dieses Trainingsgelände angucken. Hier ist auch schon ein Pferd. Argo geht nach Hause. Sie könnte sich ja so mit Pferdefreunden anfreunden. Das ist dann vielleicht so ihre Welt. Oh, da wird sich gerade geprügelt. Das ist ja ungünstig. Während ein Kind zuguckt. Übel. Hugo Flynn. Oh, war ja. Guck mal, Caitlin Matthews. Da kannst du ja mal dich freundschaftlich begrüßen. Ich frage mich, ob ihr das auch so verzerrt seht oder nur ich. Oh, das sind Werwölfe. Na toll. So, also du kannst dich auf jeden Fall vorstellen, dass es klappt. Sie kann ja mal ihr den Tag verschönern. Sie ist ja ein freundlicher Sim und ein bisschen mit ihr plaudern. Damit wir einfach schon mal jemanden kennenlernen. Und theoretisch denke ich mir so, könnte man doch hier eine Box mieten, sage ich mal. Dass das Pferd dann einfach mal hier ist. Ich glaube, das Problem wird halt sein, dass das Pferd auch nach Hause möchte dann. Oh, sie fühlt sich schon sehr unwohl. Zu viele Sims. Das tut mir leid. Ein Buch über Reiten lesen. Da müssen wir uns irgendwie ein Buch kaufen. Und ein Pferd adoptieren, auf jeden Fall. Ja. Bin ich gespannt, ob das funktioniert, wenn wir unser Pferd einfach hier dann abstellen. Und dann können wir auch hier immer schön trainieren. Und ja, können so vielleicht dann unser Geld verdienen. Das Problem ist, wir brauchen ja jetzt erstmal auch Geld. Wollt ihr nicht noch ein bisschen weiter quatschen? Nach Karriere fragen. Das mag sie auch, weil sie ein zielstrebiger Sim ist. Ich glaube, dann braucht sie aber doch eine Karriere, oder? Wenn sie zielstrebig ist. Ich weiß nicht, ob sie dann zufrieden ist, wenn sie keine Karriere hat. Ich finde es ganz schön laut hier. Diese Erinnerung muss ich ausstellen. Das nervt ja voll. Alice hat erfahren, oder Alicia, dass Caitlin in der Bildungskarriere tätig ist. Cool. Ich muss die Erinnerung mal kurz ausstellen. Und die Musik leiser stellen, auf jeden Fall. So. Oje, angeekelt. Alles, was abscheulich aussieht oder schmeckt, ekelt Sims an. Es ist also besser, sie davon fernzuhalten. Weil sie einem stinkenden Sim begegnet ist. Hast du keine Angst vor den ganzen Werwölfen hier? So, von Pferden schwärmen. Oh Gott, hier weint ein Kind. Und vom neuen Haus schwärmen. Genau. Hast du gehört, wer Pearl Mendes hat mit Toby Mendes geflirtet oder so? Sie ist ganz schön braun. Ich habe sie aus Absicht so ein bisschen bräuner gemacht, weil ich dachte, wenn sie viel draußen ist mit den Pferden und so, dass sie dann halt auch viel Sonne abkriegt. Aber oh, die sind hier nur am Prügeln. Das ist eine sehr unangenehme Gesellschaft hier. Aber cool, dass hier eine Bar ist. Könnte man sich ja auch was holen. Sie bräuchte mal ein bisschen Spaß. Und ein bisschen Hunger hat sie auch. Dann schaue ich mal, ob wir zu Hause was essen oder Buch über Reiten lesen. Wo kann man denn Bücher kaufen? Im Bücherregal, so wie bei Sims 4. Ich habe das halt sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Also die Welt ist echt cool. Hier gibt es cool beim Angelplatz ganz in der Nähe. Hier gibt es auch Hausboote und Tauchplätze und alles. Hier ist ein Park. Ich glaube, fürs Erste würde ich nach Hause reisen und ihr dann so ein Buch noch kaufen. Dass sie ein Pferdebuch lesen kann und davon vielleicht ein bisschen Spaß bekommt. Genau, da werde ich ihr dann gleich immer ein Regal kaufen. Mit Madeline lesen. Wow. So, was haben wir hier? Fange einen magischen Fisch. Okay. Kochen Band 1. Also das wäre schon mal... Hallo? Das wäre schon mal ganz gut, wenn du dann hoffentlich kein Brand entfachst in unserer neuen Wohnung. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich neue Bücher kaufen kann. Ja, das sind so Sachen, wenn man das lange nicht mehr gespielt hat, dann... keine Ahnung. Wie kaufe ich ein Fähigkeitenbuch? Steht das hier vielleicht? In eine Buchhandlung. Ach, hier gibt es Buchhandlungen. Ja. Also alles, was wir bisher gesehen haben, war nur eine Bibliothek. Das, ja, war eine Bibliothek.
Da muss ich mal nach einer Buchhandlung gucken. Sind es die rot markierten vielleicht? Ah ja, daran erinnere ich mich, dass man hier teilweise ewig nach den Gebäuden gesucht hat. Wow, die Karte ist echt groß. Boah. Alles schön und gut, aber ich finde keine Buchhandlung. Ich bin irgendwie zu blöd dafür. Ich kann hier filtern. Kann ich hier Bücher kaufen? Lebensmittel einkaufen. Vielleicht gibt es ja auch keine Buchhandlung. Dann kann ich ihr den Wunsch erstmal nicht erfüllen. Ja, sie freut sich noch, dass sie umgezogen ist, weil ich habe sie erst in ein Apartment einziehen lassen. Und dann fand ich das aber doch eine schlechte Idee. Ich dachte, es wäre doch besser, ein Grundstück zu kaufen. Und ja, deswegen ist sie dann nochmal umgezogen. Gut, willst du dir mal was kochen? Mach einen Salat. Wenn du dir einen Salat kochst, dann kann nicht viel passieren. Und dieses Einhorn kommt ja immer abends irgendwann in der Stadt vor. Dann lass es dir mal schmecken. Noch zum Gameplay. Generell spiele ich ja ohne Cheats. Also ohne Geld zu cheaten oder mir Vorteile zu ercheaten. Wir spielen... Ja, wir müssen uns halt alles erarbeiten. Oh, das scheint dir zu schmecken. Weil sonst hat das ja keinen Reiz, finde ich. Ja, sie räumt brav ihren Teller weg. Sehr schön. Wir haben auch Sommer. Ich habe die Tage, die Jahreszeiten auf 14 Tage eingestellt. Der Sommer hat sogar 15 Tage. Damit sich die Feiertage auch ein bisschen verschieben. Dass sie nicht immer gleich fallen. Irgendwie sonst fallen die ja, glaube ich, immer auf den Sonntag. Das wäre schade. Wir könnten ja mal jetzt gucken, ob irgendwo das Einhorn zu sehen ist. Das ist so krass, man fährt hier rum auf der Map und die ist einfach endlos groß. Also jetzt sieht man kaum was, aber Wahnsinn. Da wird es natürlich, hier gibt es auch unentdeckte Inseln. Da wird es natürlich schwer, das Einhorn hier zu finden. Wow, der Leuchtturm, der leuchtet aber hell. Ein Resort gibt es ja auch. Ja, also ich sehe das Einhorn nicht. Ich glaube, am ersten Tag zeigt es sich vielleicht nicht sofort. Und sie liest noch, was liest du? Sprinten, dribbeln, sprinten. Okay, naja, kann ja nicht schaden, sich auch ein bisschen körperlich weiterzuentwickeln. Fürs Reiten ist das auf jeden Fall auch eine gute Idee. Aber ich denke, du könntest mal schlafen gehen. Du wirst so langsam müde. Gut, also für den ersten Tag haben wir eine Person kennengelernt, die wir vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und ja, sind so ein bisschen hier ins Let's Play reingestartet. Ich bin gespannt, ob ihr Lust drauf habt und was ihr dazu sagt. Und vielleicht habt ihr auch Ideen und Vorschläge. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, ciao!